Hallo und herzlich willkommen. Heute bereite ich Schinken-Auberginen-Rollen mit Gemüsereis zu. Dazu brauchen wir eine Aubergine, Knoblauch, Olivenöl und Gemüsebrühe, gekochten Hinterschinken, Schafskäse mit Kräutern natürlich, Schnittlauch, Zitronenkräuterkruste, Naturreis, geschälte und gewürfelte Tomaten und frischen Basilikum. Beginnen will ich mit den Auberginen. Und bevor ich diese zubereite, heize ich schon mal den Backofen vor. Und zwar auf 175 Grad, am besten Ober- und Unterhitze. So, doch nun zum Schneiden der Aubergine. Zuerst muss der Blütenansatz weg. Dann schneide ich die Frucht so dünn wie möglich in 2 bis 3 mm starke Scheiben. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, gebe ich zu. Deshalb nehme ich mein längstes Küchenmesser. Da werden die Scheiben am gleichmäßigsten. Gut funktioniert das übrigens auch mit einer Schneidemaschine oder einem Küchenhobel. Jetzt in einem Schälchen den fein geschnittenen Knoblauch mit dem Olivenöl verrühren. Und damit bestreiche ich meine Auberginen. Nun zum Zubereiten. Ich nehme eine große Pfanne, damit ich möglichst mit zweimal Braten hinkomme. Ich lasse sie einfach ohne Öl heiß werden und gebe nun die Hälfte der Auberginen zu. Ich schätze mal von jeder Seite etwa eine Minute braten. Nur noch etwas Zucker in der Brühe auflösen und die Hälfte davon zugeben. Ich lasse die Auberginen nun etwa 2 Minuten schmoren, bis sie sich rollen lassen. Jetzt gleich raus damit. Und im Anschluss die zweite Portion braten. Es kann losgehen. Ich lege immer 2 Auberginen nebeneinander, dann den Schinken drauf und dann den zerdrückten Käse drauf verteilen. Und nun ganz vorsichtig rollen. Zum Backen nehme ich eine Gratinform. Den fein geschnittenen Schnittlauch muss ich noch mit der Zitronenkräuterkruste mischen. Und gebe es über die Röllchen. Und sofort in den Ofen damit.